Hallo, heute geht es darum, wie man mit JavaScript zeichnen kann. Und zwar wollen wir ganz von vorne anfangen. Ich habe einen leeren Bildschirm auf der rechten Seite und einen leeren Editor auf der linken Seite. Was ist das Erste, was wir machen können? Einfach ein Kommentar, was wir machen wollen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es eine gute Idee, mit dem Rechteck anzufangen. Okay, wie zeichne ich ein Rechteck mit dem Computer? Und zwar brauche ich dafür eine sogenannte Funktion. Eine Funktion, das ist wie ein Befehl, wie räum die Spülmaschine aus oder mach das Licht an oder geh nach draußen oder was auch immer, was man sich einfallen lassen kann. Und der Computer versteht eine ganze Menge von solchen Befehlen und viele davon werden wir noch kennenlernen. Und alle kann man nachschauen in einer Liste von Befehlen, die wir auch noch kennenlernen werden. Okay, der Befehl oder die Funktion besser gesagt, um ein Rechteck zu zeichnen, heißt rekt. Mache das mal hin. Jede Funktion hat dann Klammer auf, Klammer zu und den Strichpunkt. Und der freundliche Fehlerteufel meldet sich und sagt, oh no, rect takes four or five parameters, not null. Das heißt, rect braucht vier oder fünf Parameter, nicht keinen. Was sind Parameter? Parameter sind so Zusatzinformationen, die der Computer braucht, um genau zu wissen, was er tun soll. Und zwar muss er ja beim Rechteck nicht nur wissen, dass er ein Rechteck zeichnet, sondern er muss auch noch wissen, wohin er das zeichnet und wie groß das Rechteck sein soll. Ich gebe ihm einfach mal vier Zahlen. 100, 100, kommen gleich noch drauf, was die bedeuten. 20 und 160. Okay, Fehlerteufel ist verschwunden und ein Rechteck ist aufgetaucht. Was bedeuten jetzt diese einzelnen Parameter? Das Wichtige bei Parametern ist, dass die immer in der richtigen Reihenfolge sein müssen. Also der Computer schaut dann nach, was der erste Parameter für einen Wert hat und der nimmt das für einen bestimmten Zweck und den zweiten und den dritten und den vierten. Das heißt also, die Reihenfolge kann man nicht vertauschen. Was bedeutet jetzt die erste Zahl in diesem Parameter? Die erste Zahl, das ist die x-Koordinate von diesem Rechteck. Also die x-Position, besser gesagt. Und die zweite Zahl, das ist dann die y-Position. Und dann die dritte Zahl, das wäre die Breite. Und die vierte Zahl, das ist die Höhe. Ah, noch ein bisschen schöner. Ich habe das neues Pad. Okay, diese vier Informationen braucht der Computer, um das zu zeichnen. Aber was bedeutet jetzt genau 100, 100? Und dazu muss man wissen, dass diese linke Fläche hier, die rechte Fläche von hier bis hier genau 400 Pixel breit ist. 400 Punkte oder Pixel, sagt man auf Englisch, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Okay, und in die andere Richtung, von hier bis nach hier, sind das auch 400 Pixel. Die kann man jetzt nicht sehen, weil wir nur gerade Linien haben. Aber wenn ihr mal eine schräge Linie seht, dann könnt ihr vielleicht, aber dem Stift kann man vielleicht erkennen, wie groß die einzelnen Punkte sind. Okay, das sind 400 mal 400. Und wie sieht das jetzt auf dem Koordinatensystem aus? Ihr kennt das von der Schule. Ihr habt so eine, nehmt so ein Kreuz, einmal so und dann so. Und das ist die Y-Achse, hier ist die X-Achse und hier in der Mitte ist 0,0. Und da wird Y größer nach oben und da wird X größer nach oben. Das könnt ihr jetzt vergessen, weil im Computer ist das komplett anders. Computer ist der 0,0-Punkt hier links oben in der Ecke. Also ganz oben. 0, 0. Und die X-Achse, die bewegt sich in die Richtung. Das heißt, dass hier hinten irgendwann ist X gleich 400. Und die Y-Achse,
die bewegt sich in die Richtung. Das ist jetzt anders, die geht nach unten, nicht nach oben. Das heißt also hier irgendwo hier unten ist y gleich 400. Das heißt, in dieser Ecke haben wir einen x-Wert von 400 und einen y-Wert von 400. Okay, dann ist auch klar, was die Mitte ist. Das ist dann 200 mal 200. Okay, dann wäre doch eine spannende Aufgabe, das Rechteck genau in die Mitte zu malen. Nichts einfacher als das könnte man denken. Ich mache einfach die x-Koordinate auf den x-Wert auf 200 und den y-Wert auch auf 200. Und siehe da, das Rechteck ist nicht in der Mitte. Doch, es ist doch in der Mitte. Und zwar ist die linke obere Ecke in der Mitte. Die hier. Das ist jetzt genau 200 mal 200. Der Computer ist ziemlich genau, der zählt die einzelnen Punkte hier ab und macht das genau an dieser Stelle. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal ausprobieren mit dem Lineal das abmessen, aber normalerweise macht er da keinen Fehler. Gut, wie kriege ich jetzt das Rechteck in die Mitte? Und zwar muss ich mir ein bisschen überlegen, wie das geht. Wenn ich das Rechteck verschieben will, sodass es in der Mitte ist, dann muss ich sozusagen die Hälfte von der Breite darüber verschieben. Und die Hälfte von der Höhe auch darüber verschieben. Und dann muss ich nur ein bisschen rechnen. Das heißt, die Hälfte von der Breite, das ist 60. Und jetzt rechne ich da einfach 200 minus 60, das ist 140. Und die Hälfte von 160 ist 80. Rechne ich 200 minus 80, ist 120. Und schon ist das Rechteck in der Mitte. Okay, das Schöne am Computer ist auch, dass ich so viele Rechtecke machen kann, wie ich will. Ich kann jetzt einfach drei Rechtecke daraus machen, indem ich das markiere, dann STRG C sage, drücke und dann STRG V einen neuen Befehl einfüge und noch ein neues Rechteck. Und damit ich sehe, dass es auch drei Rechtecke sind, ändere ich die Position ein bisschen. X-Position und die Y-Position. Und die X-Position vom dritten. Also die hat er genau übereinander gezeichnet und dann sieht man die gar nicht. Und die Y-Position. Und schon habe ich drei Rechtecke. So schnell geht das. Ich kann aber nicht nur Rechtecke zeichnen. Ich kann auch Ellipsen zeichnen zum Beispiel. Zeichnen. Jetzt habe ich gerade gesehen, da oben stimmt ja der Kommentar nicht mehr. Das sind jetzt verschiedene, also Rechtecke zeichnen. Ellipse zeichnen. Geht mit Ellipse. Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt müsste sich der wieder melden. Ellipse takes four parameters. Genauso. Okay. Ähnliche Parameter. Also x 100, y 100 und dann der Durchmesser, der x-Durchmesser 200 und y-Durchmesser 150. Zack. Und schon ist da. Eine Ellipse. Wenn ich da einen Kreis draus machen will, kann ich einfach hingehen und die 200 zu 250 machen und schon habe ich einen Kreis. Ich kann auch eine Linie ziehen. Und das geht mit der Funktion line. Und zwar ist das der Punkt, von dem die Linie ausgezogen wird, der x und y von dem Punkt. 100, 100 oder 120. 100 bis 160, 180. Und schon ist eine Linie gezeichnet. Okay, was gibt es hier noch zu sagen? Das ist auch interessante Sache, ist die Reihenfolge, in der man das zeichnet. Der Computer zeichnet diese ganzen Objekte in der Reihenfolge, in der sie hier sind. Und so sind die auch übereinander. Das heißt, dieser Kreis ist über diesem Rechteck. Wenn ich den Kreis jetzt hinter diesem Rechteck haben will, dann muss ich das einfach nehmen
ausschneiden mit Steuerung X und dann nach oben tun und einfügen mit Steuerung V. Und der Kreis ist dann nach hinten. Und warum ist der hinten? Weil er zuerst gezeichnet wird. Das geht so schnell, dass man das nicht sehen kann. Aber es funktioniert tatsächlich so, dass der Computer anfängt mit dem leeren Bildschirm, dann malt er diesen Kreis drauf, dann malt er dieses Rechteck, das untere, dann malt er das Rechteck und dann malt er das und am Schluss malt er die Linie. Und wenn ich die Linie jetzt zwischen die Ellipse und die Rechtecke tue, dann seht ihr, dann verschwindet dieser Bereich, der über dem Rechteck war vorher. Okay, soweit zum Zeichnen.